Steinbock. Es wird ein gutes Jahr für Beziehungen sein. Lehnen Sie Komplimente, Hilfe, Geschenke und neue Bekanntschaften aber nicht ab. Gehen Sie bitte drauf ein. Deine natürliche Bescheidenheit braucht offensichtlich eine kleine Korrektur gegenüber deinen Lieben. Es ist ein sehr guter Zeitpunkt für Weiterbildungen oder für irgendwelche Kurse. Gehe in dich, sammle all deine Kräfte, Ideen, Power, dein Intellekt und gib Gas bis zum Umfallen. Deine Ziele werden erreicht, aber nur wenn du welche hast. Und das hast du von der Natur aus. Ich sage ganz groß, Steinbock ohne Ziele verfehlt das ganze Leben. Jeder Steinbock soll Ziele haben, worauf man nach oben schauen kann. Das ist so wichtig für den Steinbock. Opfere dich für dein Vorhaben und es wird sich das Jahr 2023 und 2024 mit Erfolg auszahlen. Es liegt alles an dir. Ziele vorwärts erreichen. Also, wenn Steinböcke früher an einem großen Thema arbeiteten, dass ihre ganze Aufmerksamkeit und Kraft in Anspruch genommen wurde, versucht jetzt etwas Neues zu kombinieren, verschiedene Aktivitäten miteinander zu bringen, etwas Neues. Also das, was ihr schon könnt, ist gut, aber jetzt ist eher gefragt, etwas Neues oder etwas Besseres, etwas anderes in Kombination zu dem, was ihr schon könnt. Finanzen sind stabil. Empfehlung hier eine Immobilie oder ein Auto zu kaufen. Ein materielles Wert zu erwerben. Du kannst ebenfalls in Immobilien investieren auf andere Wege wie irgendwelche Immobilienfonds oder ETFs. Vermeide aber jedoch riskante Geschäfte und Investitionen, über die du kein Wissen hast oder nicht sicher bist. Nur in sichere Sachen. Und wenn du dir bei einem Auto unsicher bist, nicht kaufen. Nur sichere Sachen aneignen. Bei der Familie, Freunde und Gesellschaft, da ist es so, wenn ihr Kinder habt, setzt bitte hohe Aufmerksamkeit darauf, vor allem auf das Verhalten der Kinder, Erziehung, Aufmerksamkeit, schulische Weiterkommen, zusammen Hausaufgaben machen und so weiter. Es wird eine Menge Verantwortung gegenüber der Angehörigen mit sich bringen, wo ihr richtig involviert sein werdet. Das wird an deinen Ressourcen und Nerven zehren, aber wenn du vorher eine Strategie anwendest, dann kannst du damit besser umgehen und auf die Konflikte nicht eingehen, sondern akzeptiere deine Leute, die du liebst, so wie die sind und gehe manchmal einen Schritt zurück, zumindest im Jahr 2021. Und vielleicht kannst du auch noch die Erwartungen ein bisschen zurückschrauben, was du zum Beispiel von deiner Familie erwartest, von deiner Frau oder von deinen Eltern oder von deinen Kindern ein bisschen Rückwärtsgang schalten. Und dann wird das alles philosophisch verlaufen. Wenn Sie aber merken, die Situation ist für euch doch sehr stressig, dann könnt ihr mit richtigen Entspannungstechniken und Selbstliebe überwinden. Ja, Techniken anwenden, Meditation, es wird sehr helfen und somit wird auch Ihre Energie nicht auf niedrigen Level sinken. Urlaub soll durchgeplant und organisiert sein. Ich würde jetzt nicht einen Urlaub machen, wo ihr einfach einen Koffer mitnimmt und einfach last minute. Nein, planen, organisieren. Am besten ruhigere Ortschaften, wo man in sich hineingehen kann und mentale Ruhe für sich gewinnt. Wichtig, Disziplin und Zielsetzung werden deine Zukunft in knalligen Farben ausmalen.
Gesundheit und Vitalität hängen von deiner Verantwortung und Disziplin ab. Hier würde ich ebenfalls an eure Stelle zu ärztlichen Untersuchungen gehen, einfach um alles zu verbeugen, also die Krankheiten zu verbeugen, Ernährungsumstellung. Ihr werdet von oberen Kräften begleitet und die neue Energie wird in dich eingesetzt für neue Ambitionen, aber auch als neue Qualitäten. Und das wirst du in dir spüren, dass in dir noch mehr Ambitionen aufwachen werden. Und das sind diese Energien, die im Verlauf des Jahres in dich gespeichert werden. Alles, was für dich bedeutsam ist, muss sich in einer überschaubaren Struktur einordnen. Struktur muss in allem sein, in allem. Beim Steinbock sowieso. Bewegung, neue Hobbys und Erfahrungen werden zu neuen erfolgreichen Projekten inspiriert. Das war's.